Der DAX im Rückwärtsgang, pessimistische Konjunkturaussichten drückten auf die Stimmung. Ja, und die Stimmung war auch schlecht bei Volkswagen. Konzernchef Herbert Diess wurde degradiert und entging nur knapp einem Rauswurf. Und Kündigungen sind auch ein Thema bei Lufthansa. 26.000 Mitarbeiter hat man in dieser schwierigen Zeit für die kommenden Jahre zu viel. Außerdem schauen wir auf die Notenbanken und die Rekorde an der Technologiebörse Nasdaq. Herzlich willkommen bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Der DAX im Korrekturmodus. Alle 30 DAX-Werte notierten in der Verlustzone am Donnerstag. Die Konjunktursorgen treffen vor allem die Reise- und Tourismuswerte. Die Lufthansa-Aktie verliert bis zu 12%. Auch die Aktien der Autobauer BMW, Daimler und VW geben deutlich nach. Und VW sorgte diese Woche für die Personaldiskussion schlechthin rund um den degradierten Konzernchef Herbert Diess. Er kritisierte zuerst den Aufsichtsrat, der prüfte danach schon die Kündigung. Am Ende verlor Diess seinen Posten als VW-Markenchef, bleibt aber Gesamtkonzernboss. Er ist aber ganz klar angezählt. In den USA ging es für die Technologiebörse Nasdaq ganz klar auf Rekordhöhen über die 10.000-Punkte-Marke. Als ich von dort bis Anfang 2014 jede Woche noch berichtet habe, lag der Index übrigens unter 4.000 Punkten. Daran sieht man die Stärke dieser Tech-Aktien. Nachdem zuletzt die Europäische Zentralbank die Geldschleusen weiter geöffnet hatte, ging der Blick nun auf die US-Notenbank und die Fed belässt den Leitzins bei nahe Null. Das ist nicht neu. Das Neue ist, dass man jetzt einen Ausblick gegeben hat. Das wird vermutlich bis mindestens Ende 2022 so sein, so der Offenmarktausschuss. Und neu war auch, dass Jerome Powell, der Fed-Chef, gesagt hat, dass er sich Sorgen mache um die Schwächephase am Arbeitsmarkt und um die Wirtschaft in den USA ganz allgemein. Die Notenbanken sind die Hauptschauspieler natürlich in diesem Spiel an Aktienmärkten. Sie sorgen dafür, dass die Konjunkturpakete munter finanziert werden können. Vor allen Dingen sorgen sie aber dafür, dass die Alternativanlagenklasse zu Aktien, Zinspapiere ja kaum noch Renditen abwerfen. Wir haben ja nach wie vor in Deutschland negative Renditen. Das heißt, wenn man Geld anzulegen hat, kommt man Aktien ja schlicht vorbei. Bei der EZB und bei der Fed geht es nicht mehr um Milliarden, jetzt geht es um Billionenprogramme. Und da gibt es viele, die den Finger kritisch heben und sagen, dass die Schulden doch überhand nehmen. Das Problem ist, wie können wir diese Schulden jemals zurückzahlen? Wir können sie nicht zurückzahlen, das muss man klar postulieren. Ich denke, die Zinsen sind so gering, dass man sie dann einigermaßen handhaben kann. Aber entscheidend wird natürlich sein längerfristig, diese Schulden sollten ja nicht nur dazu verwendet werden, dass man eine Wirtschaft wieder einigermaßen normalisiert. Man muss in die Zukunft investieren, in Digitalisierung, in Infrastruktur, also einen Mehrwert schaffen, damit man mit zukünftigem höherem Wirtschaftswachstum diese Schulden irgendwie dann in den Griff bekommen kann. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Börsenwissen vertiefen wollt, dann schaut doch auf die kostenlosen Webinare der Trading House Börsenakademie. Die nächsten Termine sind am 17. Juni erfolgreich mit dem Trendfolgesystem Bluestar handeln. Am 1. Juli gibt es mit André Stagge Chancen in der Börsenkrise. Am 2. Juli, 14. August und 16. Oktober Börse für Einsteiger. Für jeden, der erfolgreich an der Börse agieren möchte, sichert euch am besten jetzt euren Platz und meldet euch kostenlos an unter trading-house.de. Die ersten Gerüchte rund ums iPhone 12 sind ja schon wieder im Umlauf. Für die Aktie ist die Krise schon wieder längst überstanden. Sie ist schon wieder auf Rekordjagd. Zu Beginn dieser Woche ist es nämlich gelungen, die Verlaufshochs aus dem Januar zu übertreffen und damit ein Folgekaufsignal zu aktivieren. Rechnerisch ergibt sich ein Zielkorridor um die $369,76 für Apple. Eine Verlustbegrenzung bei frischen Positionen kann unterhalb von $340 angesetzt werden. Längerfristig laufende Investments sind um $320 vergleichsweise gut abgesichert.
Tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, weil sonst das übergeordnet bullische Szenario zum Opfer fallen dürfte. Für BMW sehen die Analysten der Trading House Börsenakademie eine Longchance. Übergeordnet ist die Aktie von BMW schon seit 2018 in einem Abwärtstrend. Dieser wurde durch den jüngsten Corona-Crash noch einmal verstärkt und führte das Papier auf 36,42 Euro weiter abwärts. Doch recht schnell konnte sich die Aktie wieder erholen. Aktuell notiert BMW jedoch an einer sehr starken Hürde verlaufend um 61,30 Euro. BMW hat im Bereich dieser Hürde eine Kehrtwende vollzogen. Die in dieser Woche gerissene Kurslücke weist aber auf eine weitere Abgabebereitschaft hin. Weitere Verluste sind einzuplanen, sogar auf 52 Euro. Letzteres Niveau könnte sich für einen erneuten Long-Einstieg sehr gut eignen und könnte als Sprungbrett für einen anschließenden Kursanstieg fungieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.